Auch im heutigen Video spreche ich über ein Buch, das sich im weitesten Sinne mit dem Themenkreis Gewalt befasst, nämlich es geht um Judith Butler, die Macht der Gewaltlosigkeit. Und darin wird ein Ideal sehr radikaler Gewaltlosigkeit entwickelt. Das Buch ist ganz frisch erschienen im Surkamp Verlag. Mehrere Leute haben mir signalisiert, dass sie gerne von mir eine Besprechung hören würden. Also zu diesem Buch vielen Dank für das Vertrauen. Ich ahne aber auch schon, woran das liegt. Judith Butler ist nämlich nicht so ganz leicht zu lesen. Also wer von Butler noch nichts gelesen hat, mal eine kurze Einführung, geboren 1956, lehrt in Kalifornien, in Berkeley. Ich glaube, 1992 kam Butlers Buch Gender Trouble raus, auf Deutsch das Unbehagen der Geschlechter. Und das hat innerhalb der feministischen Theorie, aber auch weit darüber hinaus, große Wellen geschlagen, weil es im Grunde darum ging, die Grenzen des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität noch mal viel stärker in Frage zu stellen, als man das auch im Feminismus vorher gewohnt war. Normalerweise rechnet Butler dem Poststrukturalismus, Dekonstruktivismus zu. Das ist so eine Theorierichtung, die zwischen allen möglichen Stühlen oder an allen möglichen Grenzen operiert: Philosophie, Soziologie, Psychoanalyse, auch Literaturtheorie. Und die weniger Behauptungen und Thesen aufstellt, also sagt, so ist es, es müsste so sein, ich plädiere für eine so und so, eine solche Politik, sondern es ist, wenn ihr es niesen hört, das ist mein Kater im Hintergrund, der sich, okay. Sondern diese Art von Theoriebildung stellt eher in Frage, fragt, wann sprechen wir von einer Person, was meinen wir mit Männlichkeit oder Weiblichkeit? In späteren Werken hat Butler auch nicht nur über Geschlechtlichkeit geschrieben, sondern auch über Krieg, über etwas, was Butler Betrauerbarkeit nennt, nämlich die Frage, ob alle Leben gleich wert sind oder ob sie in manchen Kontexten gar nicht betrauert werden, weil sie gar nicht als wertvolle Leben angesehen werden, zum Beispiel Kollateralschäden in einem Krieg. Butler hat sich auch mit der Bildgebung oder den Bildern im Rahmen eines Krieges befasst. Also eine sehr politische Person, politisch sehr wichtige Figur. Aber es ist nicht immer so leicht, die politischen Forderungen oder Folgerungen aus dem Text abzuleiten. Und es ist auch oft gar nicht so leicht, den Text selber zu verstehen. Das möchte ich vorausschicken. Also ich würde auch gar nicht behaupten, dass ich dieses Buch zu 100% verstanden habe. Mancher bin ich da mehr so drüber geglitten wie der Schlitten über den Schnee und dachte, hoffentlich finde ich irgendwann den Weg wieder. Das ist dann aber auch meistens wieder passiert. Aber manchmal gab es wirklich so, ich sage mal, ein bisschen nebulöse Stellen. Ich behaupte also nicht, alles perfekt wiederzugeben, aber ich hoffe doch, das Buch gut genug verstanden zu haben, um es vorstellen und auch in Ansätzen diskutieren zu können. Natürlich wie immer mit einem Fokus vor allem dann gegen Ende auch auf die Tierrechtsbewegung. Noch eine Anmerkung zum Sprachgebrauch. Judith Butler hat 2019 den Geschlechtsstatus auf non-binär eintragen lassen. Vorher war das, glaube ich, legal nicht möglich. Und würde jetzt im Englischen mit they, das ist, was they gewählt hat, mit they besprochen werden. Also nicht er, sie, sondern im Englischen sagt man eben they. Im Deutschen ist das noch nicht so richtig geregelt, in manchen anderen europäischen Ländern schon. Ich werde jetzt einfach das, wie es auch manchmal im Deutschen gemacht wird, das schwedische hen verwenden. Das wird dann so gebeugt, hens, hem, hen zum Beispiel. Für mich ist das ein First. Ich habe das noch nie so lange am Stück so verwendet. Ich werde mich sicher mehrfach versprechen. Aber ich denke, es ist es ist eine Umstellung. Wir müssen es einfach üben. Und ja, das ist der Anfang. Gut, nun versuche ich mich mal mit der Zusammenfassung von Die Macht der Gewaltlosigkeit. Der Anfang ist nicht so überraschend. Da beginnt Butler mit zur Ausführung, dass natürlich, was überhaupt Gewalt ist, ganz stark von dem Kontext abhängt, wer sie definiert. Und ob es zum Beispiel die Staatsgewalt ist, die ja das Gewaltmonopol für sich bucht, oder ob es rassistische Gewalt ist, oder ob es Gegengewalt ist, dass es nicht nur physische Gewalt gibt, dass es auch andere Formen von Gewalt gibt. Das ist so, was man so kennt eigentlich auch aus sonstigen linken Diskussionen. Wichtig ist ihr allerdings auch zu sagen, dass auch Gesetze, die eigentlich Gewalt eindämmen sollen, auch selber Gewalt ausüben, Zwang und so weiter. Und darüber hinaus, und jetzt kommen wir zur eigentlichen These ihres Buches, auch Selbstverteidigung
enthält problematische Gewalt. Also üblicherweise lautet ja das ethische Argument, ja, ich bin total gegen Gewalt, außer natürlich, wenn ich angegriffen werde, dann darf ich Gewalt verwenden. Und das klammern wir sozusagen aus. Das ist dann völlig unproblematische Gewalt. So wie der Staat sagt, ja, die Gewalt, die die Polizei verwendet, ist aber nötig, um, so sagt man auf individueller Ebene meist, auch moraltheoretisch und übrigens auch innerhalb der Tierethik meistens, ja, wenn man jetzt direkt angegriffen wird, ein Braunbär kommt auf mich zu und so weiter, dann darf ich Gewalt anwenden. Ja. Butler sagt nun, auch diese Form der Gewalt in der Selbstverteidigung ist problematisch. Und zwar ist es so, dass Butler meint, anders als man sich es in dem Moment auch, was heißt einredet, sagt, kann Gewalt nicht nur Mittel sein. Man sagt, ja, das ist jetzt notwendig, um das abzuwehren. Das ist notwendig, um mein Leben zu verteidigen. Und Butler sagt, das, was als Mittel beginnt, kann selber zum Zweck werden. Also die anfänglich instrumentelle Gewalt kann die soziale Beziehung überformen und kann sozusagen Besitz von uns ergreifen und dadurch auch problematisch werden. Die andere Frage ist aber, wer ist denn dieses Selbst? Wenn ich jetzt sage, ich muss mein Leben verteidigen, dann liegt eine starke Betonung auf dem Possessivpronomen meins, meins gegen deins. Da der Bär und hier ich. Der Bär ist jetzt von mir, ne? Aber ist jetzt egal, wen wir nehmen. Und hier setzt eigentlich Butlers, ich sag mal, Vision an, dass sie sagt, Hen sagt, noch in dieser Zuspitzung, ich muss mein Leben gegen deins verteidigen. Noch das ist eine zu starke Gegenüberstellung. Und wenn wir das tun, so meint Butler, sitzen wir eigentlich dieser individualistischen Verzerrung auf, die wir in heutigen kapitalistischen Gesellschaften eben haben. Also wo wir einen starken Individualismus haben, meins gegen das andere, ja, jedes selbst für sich getrennt. Nun ist es natürlich gewissermaßen trivial zu sagen, dass das Soziale immer aus dem Zwischen besteht. Ja. Das Soziale ist das, was Menschen miteinander machen oder eventuell auch andere Tiere. Aber Butler geht noch einen Schritt weiter und sagt eben, wir müssen unsere Interdependenz überall anerkennen und viel stärker noch, als wir es bisher gewohnt sind. Und dazu greift Hen auf eine Gesellschaftstheorie kurz zurück. Ich muss jetzt hier einen kleinen Schlenker machen. In der klassischen neuzeitlichen Gesellschaftstheorie, zum Beispiel bei Hobbes, ist es so, dass lauter einzelne Individuen zusammen eine Gesellschaft aufbauen. Die sitzen dann irgendwie rum und denken, ach, wenn ich dich jetzt haue, dann haust du mich später vielleicht auch oder der haut mich, komm, wir schließen mal einen Vertrag und machen Frieden. Da kommen lauter Individuen zusammen und beschließen das. An diesem Modell gibt es schon seit langem Kritik und vor allem auch von feministischer Seite, zum Beispiel von Sheila Ben-Habib. Das ist eine weitere amerikanische, sehr einflussreiche, zeitgenössische Philosophin, die da gesagt hat, was ist denn das für ein Bild vom Menschen? Das ist doch nur ein Bild vom erwachsenen, gesunden Mann und eigentlich auch im Kaufmann. Ja? Also alles ist so Handel, Handel, Handel. Meins, deins, wir tauschen was. Ja? Jeder ist eigentlich autark. Und da hat schon Ben-Habib gesagt, nein, zum Beispiel Kinder. Was ist mit Kindern? Wir werden als Verletzliche geboren, als gebrechlich, als angewiesene Bedürftige. Und Butler nimmt diesen Gedanken auf und radikalisiert ihn eigentlich in diesem Buch und sagt, das ist doch nicht, betrifft uns ja nicht nur als Kinder und auch nicht nur als Erwachsene, wenn wir in einer Situation der Abhängigkeit kommen, also der Krankheit oder ins Alter, sondern wir sind in allem, was wir tun, ständig aufeinander bezogen, aufeinander angewiesen. Nicht nur das Kind ernährt sich nicht selber, sagt Butler, sondern eigentlich jeder von uns, ich meine, wer von uns baut seine Nahrung selber an, bereitet sie ganz alleine zu in Instrumenten, die er oder sie selber geschaffen hat. Oder sogar die Luft, die wir atmen, wenn sie durch Luftverschmutzung betroffen ist oder nicht. Ja? In allem, physisch und auch geistig, sind wir mit den anderen verwoben. Und daraus macht Butler eben diesen Gedanken, dass das Idee einer Selbstverteidigung, ja, ich muss jetzt gegen den anderen Gewalt anwenden, noch viel zu individualistisch gedacht wird. Dass man darin gar nicht sieht, dass eigentlich das Gemeinsame verletzt wird, dass in der Verletzung des anderen man sich auch selber verletzt. Sie wendet da unheimlich viel Psychoanalyse an, vor allem auch Melanie Klein, die ja
nach Freud kam sozusagen innerhalb der psychoanalytischen Theoriebildung und ganz stark so ein Beziehungsdenken auch in die Psychoanalyse reingebracht hat. Es geht ihr darum zu sagen, vielleicht verwende ich das Wort jetzt nicht richtig, aber verwende es trotzdem. Wir haben so ein Phantasma der Autarkie, ja, dass wir alleine das hinkriegen. Aber Melanie Klein spielt es eben auch eine ganz wichtige Rolle, dass das Kind von Anfang an spürt, dass es abhängig ist, dass es auch wütend ist auf die über die Abhängigkeit, dass es Angst hat, der Mensch, von dem es abhängt, könne sich entfernen und dass wir das auch als Erwachsene immer weiter mit rumtragen. Ja? Und das will, also Butler will unseren Gedanken der Unabhängigkeit, mal so gesagt, stark widerfragen. Sie kommt von hier jetzt auf ein ganz starkes Bild von Egalität auch, dass sie sagt, zwischen meinem Leben und deinem Leben kann so streng nicht unterschieden werden und jedes Leben ist gleich wertvoll und dann hinterfragt sie auch die gängige Praxis und rassistische Praktiken und die Praxis, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen und Armutsverhältnisse und so. Also sie macht immer wieder, Hen macht immer wieder so, nicht Abstecher eigentlich, sondern ich glaube, Butler ist eine immer politisch denkende Person. Da kommt Hen immer wieder auf solche Anwendungsfälle zu sprechen. Und das muss ich sagen, das ist wirklich sehr beeindruckend, wie Hen ringt um das richtige Verstehen, um Psychoanalyse holt und Soziologie und Philosophie, um ein angemessenes Bild dafür zu finden. Was das Praktische angeht, ist es ein bisschen, für mich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, was da so rauskommt. Ich zitiere aber mal bring zwei Zitate. Wir müssen den Horizont dieses destruktiven Imaginären, also dieses ganz individualistischen, aufbrechen, in dem sich heute so viel Ungleichheit und Auslöschung abspielt. Wir müssen diejenigen bekämpfen, die sich der Zerstörung verpflichten, ohne ihr Zerstörungswerk zu wiederholen. Also Gewalt nicht durch gewaltsame Verteidigung lösen. Weiteres Zitat. Die Einhegung der Destruktion ist eine der wichtigsten Zielsetzungen, derer wir in dieser Welt fähig sind. Es ist dies die Bejahung dieses Lebens, das immer mit dem Deinen und mit dem Reich der Lebenden verbunden ist. Ja? Ganz starke Verbundenheit, Eingebundenheit, ja, die Einhegung der Destruktion. Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Weil, also wie sollen wir zu einer Praxis der Gewaltlosigkeit finden in einer Gesellschaft, die voller Gewalt ist, in einer Welt voller Leiden? So, da gibt es jetzt, Hen gibt kurz drei Mittel an, die da klassisch sind. Ich habe das so oft an Veganerinnen und Veganer in einer omnivoren Gesellschaft gedacht. Weil auch wir ja oft damit ringen, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir jemand Weihnachten, jemand isst da neben eine Gans. Gut, diese Weihnachten fällt natürlich aus, da essen alle allein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, die erste klassische Methode wäre Selbstkontrolle. Begrenzung durch das Über-Ich. Die eigenen Aggressionen werden einfach im Zaum gehalten. Gefahr ist natürlich, dass man immer so runterschluckt, runterschluckt, unterdrückt und sich diese Destruktivität möglicherweise gegen ein Selbst wendet. Zweite Möglichkeit, man hat diese Aggression, aber einfach nur Gesetze von außen regulieren das. Ja? Ich bin zwar total stinkig, aber es ist mir halt verboten, jemanden einen runterzuhauen oder so. Dann ist es nur externalisiert und es ist ja auch jetzt, man ist nicht im Frieden mit sich selber. Dann gibt es klassischerweise eine dritte Methode, die, wie soll ich sagen, also wo man an sich selber arbeitet. Da sagt sie, eine innere Zone der Ruhe und Zufriedenheit aufsuchen. Also zurücktreten, durchatmen, an was Gutes denken und versuchen, etwas Positives in die Welt zu tragen, wo man nur Negatives sieht. Ich finde, das ist eine klassische Form, die man heute, ob man jetzt religiös ist oder nicht, ich würde mal sagen, das würde ich einer diffusen Spiritualität zuordnen. Diffus meine ich nicht abwertend. Ja? Aber man sucht so nach eigener Seele, versucht man irgendwie dafür Kraft zu finden und einen anderen Weg als Gewalt oder Aggression zu finden. Stattdessen, also diese drei Wege eigentlich, hält Butler alle für nicht ideal und entzieht dafür so ein Modell nochmal von Melanie Klein heran. Ich habe schon gesagt, bei Melanie Klein, das Kind ist frustriert. Es merkt, es braucht die Mama, es braucht die Brust. Das ist aber auch irgendwie scheiße, wie kann man, dass man so abhängig ist. Man hat immer Angst, dass die Mama weg ist und diese Wut trägt man mit sich rum. Später wird man vielleicht die Mutter oder die perfekt oder die Eltern oder die Liebe der Eltern, die das Umsorgtsein vermissen, oder
man grämt sich wegen der Mängel, wegen all dessen, was man eben nicht bekommen hat. Ja? Auch als Erwachsene tragen wir da Frustrationen mit uns rum und leben immer wieder Szenarien nach, die wir früher erlebt haben, an Frustration und an nicht genug gekriegt haben, ob es nun so war oder nicht. Okay, bei Freud weiß man ja, gibt es diesen Todestrieb. Also diese beiden psychoanalytischen Modelle bespricht Hen. Einmal dieses Modell dieser früheren Szenen, die wir nachspielen, und einmal Freuds Todestrieb. In beiden Fällen läuft es darauf hinaus, wir haben in uns nicht nur Liebe, wir haben auch Aggression. Ja? Wie können wir damit jetzt umgehen? Und hier würde ich, wenn ich sie recht verstehe, wenn ich Hen recht verstehe, orientiert Butler sich eben an Melanie Klein und arbeitet Folgendes aus. Indem wir im späteren Leben, jetzt als Erwachsener, indem wir zum Beispiel anderen Fürsorge zukommen lassen oder Güte oder Liebe oder irgendetwas, spielen wir diese früheren Szenen nach und lassen sie zu einem glücklichen Ende kommen. Zum Beispiel, wir mögen das Gefühl haben, dass wir früher nicht genug Achtung oder Liebe bekommen haben, aber indem wir die jetzt anderen geben, heilen wir uns selbst, eben weil das Mein und das Dein nicht so stark getrennt sind. Ja? Wir agieren da nicht nur als Ich gegen den Rest der Welt, sondern der andere ist ja auch ein Ich. Ja? Und indem wir dem anderen das zukommen lassen, wie gesagt, heilen wir uns selber. Das ist also die Praxis, die Herr Neal vorschlägt. Wir verlassen hier also die Abkehr von einem Ideal nur von Gewalt abkehren, also, sondern es geht noch darüber hinaus zu einer Form der, ja, weiß ich nicht, Fürsorge, Solidarität. Also zum Thema feministische Care-Ethik sagt sie dann, und ich glaube, Hen, und ich glaube, hier missversteht Butler feministische Ethik. Da behauptet Hen nämlich, dass in der feministischen Care-Ethik nur die Güte oder die Liebe gesehen würde. Das ist aber nicht so. Vielleicht in den ersten Jahren, aber schon ziemlich bald ist feministischen Theoretikerinnen aufgefallen, dass auch die liebevollste Mutter und die fürsorglichste Caregiverin, sie alle haben Ambivalenzen, sie alle haben Aggressionen, sie alle sind mal genervt, sie sind auch nicht immer begeistert, wenn sie jetzt irgendwie ein Popo abwischen oder sowas. Das geschieht nicht alles mit jauchzender Liebe, ja? Ambivalenz ist immer bei uns. So, und diese Ambivalenz jedenfalls ist für Butler auch ganz wichtig. Liebe und Hass existieren in uns beiden, Hen verwendet auch wirklich diese Wörter, aber wir müssen diese Gegenkräfte sozusagen sammeln. Wir müssen das Starke benutzen, um uns von der Gewalt nicht infizieren zu lassen und sie nicht herrschen zu lassen, die Gewalt. So, bis hierher würde ich sagen, ist das eine Zusammenfassung vielleicht von Butlers Gedanken, soweit ich es verstanden habe. Und jetzt von mir ein paar Anmerkungen dazu. Offensichtlich die erste Frage, und die stelle ich nicht als erste an Butler: Wie ist das mit den Tieren? In diesem Buch geht Hen häufiger mal auf das Thema Tiere ein. Meistens sagt Hen dann anderes Leben. Ich bringe Zitate. Hen spricht von menschlichem und anderem Leben oder von dem Gedanken globaler Pflichten gegenüber allen Menschen und Tieren. Noch ein Zitat. Lebensprozesse, alle Lebensprozesse, die Systeme und Formen des Lebens. An anderer Stelle sagt Hen auch, dass Hen den Begriff des Humanismus nicht verwenden will, eben weil es um alles Leben geht und Humanismus sich so allein auf die menschliche Spezies konzentriert. Schließlich sagt Hen auch an einer Stelle noch ein Zitat: Ein egalitäres Herangehen an den Wert des Lebens. Das ist das Wichtige. Also wirklich eine radikale Egalität für alle. Nun, das eine Problem ist, dass Hen das mit den Tieren nicht wirklich ausführt. Wir müssten jetzt auch ein paar praktische Beispiele, so wie es um die Flüchtlinge geht zum Beispiel, müssten wir auch mal was konkreter mit den Tieren anschauen, weil ich als Tierrechtlerin und Tierethikerin sehe hier Probleme. Ich sehe zum einen ein großes Problem Egalität. Wir müssen ganz ehrlich sagen, das mit der vollständigen Egalität zwischen Menschen und anderen Tieren ist tierethisch auch innerhalb der politischen Ansätze der Tierrechtstheorie noch nicht so wirklich befriedigend geklärt. Und es widerspricht doch in gewisser Weise unserer Praxis, nicht zumindest so etwas wie einen milden Speziesismus manchmal walten zu lassen. Also, das lässt Hen, also Butler, eigentlich offen, wie Hen das sieht. Aber wenn man halt die Egalität so stark betont, es ist ein bisschen schwierig. Man kann sich das vielleicht für eine menschliche Gemeinschaft nur vorstellen, aber für alle Wesen und vor allem, wenn es um den Prozess allen Lebendigen geht.
alles Lebendigen geht. Hier habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, wir sollten vielleicht doch erstmal uns um alle Empfindungsfähigen kümmern, bevor wir vom Leben insgesamt sprechen, weil dann sind wir dann wieder bei, ach ja, Bäume reden auch miteinander und es ist auch traurig um Algen und ja, dann müssen wir halt wieder Tiere essen, weil der Löwe ist auch welche. Also das wabert dann so ein bisschen. Nicht jetzt bei Butler, ja, aber das Lebendige insgesamt ist ein schwieriger Adressat oder auch ein schwieriges Objekt moralisch-politischer Zuwendung. Das ist mir hier ein bisschen zu unsicher. Nun ja, gerade wenn wir aber in den sorgenden, in den solidarischen Aspekt gehen, also man könnte ja vielleicht noch sagen, okay, wir versuchen niemandes Leben zu beschädigen. Das ist schon schwer genug übrigens, weil mit jedem Haus, mit jeder Straße und mit jedem Schritt beim Spazierengehen schädigen wir ja anderes Leben. Aber das könnte man sich vielleicht noch vorstellen. Aber wenn man jetzt sagt, wir wollen für alle ein gedeihliches Umfeld schaffen, ist das schwierig. Da sind wir wieder bei der Policing Nature-Frage, wollen wir Tieren helfen? Und wir können und sollten nicht in den letzten Winkel der Wildnis, sage ich jetzt mal, vorrücken, wir können das gar nicht machen, dass alle nur gedeihliches Umfeld haben. Weil es gehört leider zu den natürlichen Abläufen, dass die ungedeihlichen Dinge auch passieren. Gut, also hier, was die Tierfrage angeht, und ich weiß, dass die Butler schon manchmal, aber soweit ich weiß, immer nur so aus dem Off des Internets wurde so gefragt. Ja, wie sehen Sie denn das mit den Tieren? Also, sie sind definitiv mit angesprochen, aber was es wirklich heißt und ob es so funktioniert, ist doch fraglich. Und zum Schluss nun auch noch ein bisschen Kritik vielleicht an der Vorgehensweise. Kritik ist ein zu starkes Wort. Aber wenn ich Herrn richtig verstehe, geht es eigentlich um ein neues Imaginäres. Butler kritisiert diese stark vereinzelte Sicht. Und das, was er fordert, ist eigentlich eine andere Idee und Auffassung der Gesellschaft. Was hier sehr nahe liegt, wäre die Kritik zu sagen, das ist ja eine total idealistische Herangehensweise. Das hat ja nichts mit wirtschaftlichen Prozessen und nichts mit gesellschaftlichen Institutionen. Da geht es um Ideen. Das ist ja so idealistisch. Diesen Vorwurf möchte ich jetzt aber nicht machen. Ich möchte eine andere Frage stellen. Und zwar, es geht letztlich um Techniken des Selbst. Ich erzähle nochmal die drei Formen. Innere Unterdrückung, also wir unterdrücken die eigene Aggression, wer weiß, wo sie dann hingeht. Wir lassen uns nur von außen regulieren. Oder wir suchen diesen inneren Ruheort auf, um uns zu stärken und irgendwie den Weg durch den Sturm zu finden. Hier schreibt er noch etwas Kritisches dazu und ich lese das mal vor, weil es, glaube ich, viele Intuitionen aufgreift. Man könnte ja sagen, wir müssen einfach das Gute so stark werden lassen und die Liebe und das Gefühl der Solidarität so stark werden lassen, dass wir über die Aggression hinweggleiten können, dass wir die Aggression transformieren können, sie entwaffnen können, mitnehmen können in unsere Sinne, in unserem Sinne, wie die Welle etwas mitnehmen, was sich hier in den Weg stellt. Dazu schreibt Hen. Könnten wir schlicht das Feuer der Liebe entfachen und Liebe zur stärkeren Macht machen, dann hätten wir eine Lösung. Aber Liebe ist, wie bemerkt, ambivalent. Sie ist Oszillation zwischen Liebe und Hass. Es scheint hier also um einen Weg zu gehen, mit dieser Ambivalenz zu leben und zu handeln, einen Weg, der Ambivalenz nicht als Zwickmühle, sondern als innere Teilung begreift, die ethische Orientierung und Praxis verlangt. Also, wir bleiben ambivalent, wir haben verschiedene Impulse und ethische Orientierung und politische Orientierung führen uns an den einen Weg statt den anderen. An der Stelle frage ich mich, also das Ambivalente ist ja vielleicht auch gar nicht das Neue. Ja? Auch innerhalb der Religion oder gläubiger Form gibt es das Ambivalente, gibt es die Form des Zerstörerischen. Ja, bei manchen indischen Gottheiten zum Beispiel sieht man das. Dass das Zerstörerische also ganz sichtbar auch auftaucht. Oder auch im Islam gibt es, spricht man von den 99 Namen Gottes, die alle so Eigenschaften gleichsam oder Wirkweisen von Gott bezeichnen sollen. Und auch da sind ein paar drin, die nicht nur wohltuend und freundlich sind. Die meisten sind erbarmungsvoll und ja, also sozusagen angenehme und unmittelbar positiv ansprechende Eigenschaften, andere sind problematischer, weil sie etwas mit der Zerstörung und auch dem Niedergang dieser Welt zu tun haben. Und ja, die Ambivalenz, dieses ambivalente Weltbild ist uns ja sowieso recht vertraut, wenn wir uns die Welt anschauen. Vielleicht fällt mir dieser Zusammenhang zum Religiösen deswegen auf, weil ich lese gerade von William James, dem Bruder von Henry James, also einem frühen Psychologen,
der selber nicht gläubig war, aber die Phänomene des der Glaubenden erforscht hat, lese ich gerade sein Klassiker eigentlich, Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Und ich zitiere mal ein paar Sätze daraus, weil ich es doch verblüffend ähnlich fand. Also nur in Teilen natürlich ähnlich, aber in diesem Entscheidenden. Er schreibt: Es geht allein darum, das eigene kleine, private, verkrampfte Selbst zur Ruhe kommen zu lassen und festzustellen, dass da ein größeres Selbst ist. Für den religiösen Menschen ist da der Sinnzusammenhang, Transzendenz oder das Göttliche. Und für Butler ist da vielleicht die Gesellschaft, die Interdependenz, die Kooperation. Ja? Dann schreibt James auch so: Der Moralist muss den Atem anhalten und die Muskeln anspannen, solange er kann. Also das ist diese externe oder diese innere Moralkontrolle, Weg 1 und 2. Ja. Auf jeden Fall muss er das Vorhandensein des Bösen akzeptieren und es in dem umfassenderen Bild aufgehen lassen, dass es doch irgendwie gut ist. Ja. Also diese existenzielle Frage stellt sich auch innerhalb der Religion, oder ich meine jetzt nicht eine festgefügte Religion, sondern auch außerhalb eines psychoanalytischen, einer psychoanalytischen Herangehensweise. Denn wir müssen ehrlich sein, diese psychoanalytischen Theorien, wie Butler sie hier referiert, sind eben auch ein bisschen kompliziert nachzuvollziehen. Und ich frage mich, das ist jetzt nochmal eine bisschen ketzerische Frage, was den Mehrwert einer so großen theoretischen Anstrengung macht. Ja, also so viele Theorien, Zähneknirschen beim Verstehen, beim Lesen, rauchende Ohren. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Und ich meine, kommt dann dabei so etwas anderes raus, als, wie soll ich sagen, weise Menschen schon immer geahnt haben? Oh, das hört sich jetzt böse an. Ich meine es wirklich gar nicht, ich meine es nicht abfällig. Ich habe dieses Buch sehr, sehr gerne gelesen, habe auch das Gefühl, dass es ein großer Gewinn ist. Und nachher frage ich mich, was ist der Unterschied eigentlich? Und ich sehe da in der Tat Ähnlichkeiten zu bestimmten Praktiken, die sie eben aber eigentlich ablehnt. Sie sagt, Punkt 3, inneren Ruheort finden, ist was anderes. Ja, ist es was anderes, aber ist es wirklich so viel dürftiger? Denn wenn es letztlich doch um Praktiken des Selbst geht, und ich habe den Eindruck, in diesem Buch geht es darum, es geht einen Umgang, einen zwar politischen und ethisch gefärbten Umgang, aber doch an einen Umgang mit uns selbst. Ja, oder nicht nur mit einem einzelnen Selbst, aber mit sich selbst, mit uns selbst. Wir sollen uns das lehren. Wo können wir das einüben? Wie sollen wir dahin gelangen? Ja, es ist nicht jedermanns Sache, sich durch Melanie Klein durchzulesen oder eine längere Psychoanalyse zu machen. Ich meine das total praktisch, ich meine das überhaupt nicht polemisch oder so, sondern wie können wir da hinkommen, diese Ambivalenzen zu ertragen und produktive Arten zu finden, damit anders als gewalttätig umzugehen, also auch selbstverteidigend oder so. Wie können wir das schaffen? Aggression soll, wir wollen was Besseres finden als ein Ausagieren der Aggression. Und da würde ich eben meinen, ja, dass zum Beispiel in diesen klassischen Selbstübungen des religiösen Lebens einen Platz haben kann. Oder ich habe ehrlich gesagt auch an den Danny gedacht, an Röder Forst. Ja, wisst ihr. Die Bilder, die da entstanden sind. Menschen, die verwoben mit Bäumen in Menschen eigentlich gar nicht zugänglichen Höhlen etwas erschaffen, wie ein Dorf erschaffen, ja, und eine ganz andere Form von Widerstand erschaffen haben. Ja, auch da ging es dann um Gewalt, weil die Polizei dann ja doch vielfach auch Gewalt angewendet hat. Und da könnte vielleicht Butler wieder sagen, dass man sich damit in ein Spiel der Gewalt sozusagen eingebracht hat, weil es ist ja klar, dass dann die Staatsgewalt, die sagen wird, ach, das sieht so schön aus, bleibt doch einfach da oben. Ja? Aber andererseits, diese Bilder, die uns diese Wochen beschert haben, von diesen Baumhäusern und diesen Menschen, die sie gebaut und bewohnt und erklettert haben, die werden uns ja bleiben. Ich kann das hier nur so in den Raum stellen. Überhaupt möchte ich ja auch nicht behaupten, dass ich, wie gesagt, das Butlers Buch komplett verstanden und perfekt wiedergegeben habe, aber ja, so ein paar dieser Gedanken möchte ich in den Raum stellen. Und ich habe, ganz ehrlich, in meiner Hilflosigkeit zwischendurch, als diese Passagen waren, wo ich mir überhaupt nicht sicher war, wovon Hen redet, habe ich dann mal ein paar Rezensionen aus dem Amerikanischen gelesen. Bezeichnenderweise waren die aus so akademischen Kontexten. Und in der einen Rezension, die anderen waren nicht besonders aufschlussreich, aber eine, da war ein schöner Absatz drin. Und zwar, da stand, dass Butler auch mit Gender Trouble etwas sehr Utopisches und teilweise Verwirrendes und sehr Abstraktes vorgeschlagen hat.
Und auch da haben schon viele Leute gesagt, das ist doch total idealistisch, was hat denn das mit unserer Welt zu tun? Man versteht das nicht, das sind doch nur Ideen. Aber selbst da hat Hen Anregung zu einer Veränderung der Gesellschaft geschaffen. Also sogar dieses in Teilen total utopische, schwer verständliche und idealistische Buch hat Impulse wirklich im Realen hinterlassen. Und vielleicht wird es auch mit diesem Buch so sein. Danke euch fürs Zuhören.